So, ein wunderschönen Clicker Heroes Folge 50. Yay, Klick. Okay. Ja, es hat sich so einiges getan, wie man gesehen hat. Oder wie man sieht. Ja, wir sind mittlerweile doch tatsächlich bis Level 360 gekommen. Ja. Und wir können uns Dreadnought kaufen. Hätte ich eigentlich schon längst machen können, aber ich habe gedacht, nee, komm, lassen wir mal, gebe ich mir mal für die Aufnahme auf. Stattdessen habe ich Frostgift noch weiter hochgelevelt, was eigentlich sinnfrei war, aber besser als gar nichts. Das heißt, wir können jetzt mittlerweile eine ganze Menge machen. Zum einen können wir jetzt mal Dreadnought hier, wie gesagt, hochleveln. Dann haben wir hier auch wieder ein paar Missionen offen, wovon wieder einer gestorben ist. Sehr schön, ich hab deine Oma und Koks, kleine Schlampe. Ja. Genau. Gut, was machen wir zuerst? Zuerst würde ich mal sagen, Dreadnought. Bup. 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 Oh, jo. So, okay, damit haben wir Dreadnought schon mal auf Level 75. Nice. Ja, wie gesagt, ich konnte ihn eigentlich schon kaufen, als er auf Level 375 war. Deswegen immer so als Faustregel für die unteren, weil die unteren kosten jetzt immer E15 mehr als die oberen. Heißt also immer mal eine 1 mit 15 Nullen, mal eine 1 mit 15 Nullen, mal eine 1 mit 15 Nullen. Und da gilt ja immer der Vorsatz hier oben, war ja ungefähr immer so, wenn die Level 10 bis 25 sind, kannst du den nächsten kaufen. Wenn die 10 bis 25 sind, kannst du den nächsten kaufen. Und hier unten ist es jetzt so, bei den nächsten Stärkeren ist es so, immer wenn sie ungefähr Level 400 sind, kannst du den nächsten kaufen. Wenn er Level 400 ist, könnte man also wieder den nächsten kaufen. Ja, dauert also mal immer wieder ein bisschen länger. Nichtsdestotrotz aktivieren wir hier mal die Glocke. Spaß. Nein, gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Ja, mit Level 400 dürften wir auf jeden Fall kommen. Und ja, ich habe natürlich innerhalb der Zeit, wo ich bis Level 360 gekommen bin, natürlich auch ordentlich Heroes gefarmt. Ja. Das wird also bei der nächsten Ascension tatsächlich ein Spaß. Haben wir noch einen Fisch? So, wir wollen jetzt auf 25 Modus bleiben, also bringt ja nichts mehr. 73 Euro Souls, Alter. Bumm. Und schon haben wir 600. Das ist geil. So, ein paar Bills haben wir auch noch. Was machen die? King Medias, okay. Die wirfen die alle nacheinander. Bobby Bounder? Hä? Den kenne ich gar nicht. Bobby. Ach, lol. So weit oben. Schade eigentlich. Beastlord? Wer ist denn Beastlord? Ich kenne Tree Beast, aber wer ist denn Beastlord? Oh, lol. Mal wieder ein paar neue Gesichter. Ah, unser Eistypi. Ah, komm, wir öffnen. Gold Black. Ist ja alles her. Oh. Ja, hier haben wir die Übersicht. Mittlerweile relativ viele hier gegildet. Ist ganz schick. Ja. Sehr schön. Vor allem hier die letzten auch mal alle schön gegildet. Sodass die, die wir am meisten brauchen später, auch schon gegildet sind. Wäre natürlich schön, wenn sie mehrfach gegildet wären. Ich hatte sie hier oben. Aber gut, das können wir später noch umscheffeln, wenn wir dann genug Hero Souls haben. Rückfelder Receiving. 1E14 Gold. Oh, easy. Hä? Hatte ich doch schon längst. Willst du mich verarschen? Schon wieder Fisch. Jo. Na, ist auch egal. 45%. Yeah. So. Genau. Das heißt. Achso, ja, hier wird hier nicht mit angegeben. Du müsst die alle erst dahin wandern. Also spürst du nach der nächsten Ascension. So, was haben wir hier? Dreadnought! Wuhu! Yay! Okay. Hä? Lol? Ja, gut.
Also noch ein Unterschied. Ja, okay. Manche sind schon doppelt gebildet. Bei der Mobilversion steht sie direkt mit dabei, irgendwie so zweifach oder so. Also eigentlich jetzt hier. Oder? Na, auf jeden Fall steht sie irgendwo mit den zweifach. Dass man weiß, ist schon zweifach gegildet oder dreifach gegildet oder 50-fach gegildet oder so wie bei mir, 500-fach gegildet. Ach ja, siehste. Gestern Abend war Kotzrex. Meine mobile Version hat einfach alles zurückgesetzt. Von selber. Ne? Also das, was ich letztens qualvoll versucht habe, zwangsweise zu machen, hat gestern die App einfach von sich aus einfach mal so gemacht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Spiel geschlossen. Beziehungsweise, nee, nicht geschlossen, sondern es ist wieder abgestürzt. Und als ich es wieder öffnen wollte, also nicht öffnen wollte, aber als ich es wieder geöffnet habe, hat das Spiel auf einmal gesagt, herzlich willkommen Ronny Bartmann. Also oben dieses Google Play, dieser Bums da kam, willkommen zurück oder herzlich willkommen Ronny Bartmann. Und das Spiel wurde zurückgesetzt. Wow. Heißt also, irgendwas ist zwischen Clicker-Heroes und dem Google Play System da schiefgelaufen. Und dementsprechend hat Clicker-Heroes meinen gesamten Spielstand zurückgesetzt. Danke dafür. Ich hatte zwar noch einen Speicherstand in der Zwischenablage, der war aber mittlerweile 8 Uhr alt. Also 8 Uhr alt nicht, aber da war ich Level 37 und nicht 4700. Das heißt also, ja, sowohl mein Fortschritt ist weg, als auch meine fast 1,15 Hero Souls. 1E15 Hero Souls. Danke dafür. Aber gut, ich meine, das dauert, hat 3 Tage gedauert oder so was, oder 3 oder 4 Tage, heißt also, dürfte bald wieder zurück sein. Mittlerweile bin ich wieder Level. Hallo? 2300. Also mal schauen, vielleicht heute Abend bin ich schon wieder weit hinter 3000. Ja, fand ich gestern echt geil. Vor allen Dingen war es halt, ist genau da passiert. Wir wollten ja gestern wieder, oder wir haben gestern wieder schön Filmeabend gemacht. Und da dachte ich mir so, oh ja, können wir schon Filmabend machen, alles schön, alles nice. Ja, und genau vor dem Filmabend, scheiße. Also habe ich den ersten weggeschmissen, also Tablet quasi. Dann haben wir gestern Abend schon Filmabend gemacht und ja, dann habe ich das alles schön wieder gemacht. Komplett zurücksetzen, Speicherstand einfügen und wieder von vorne anfangen. Mit der Ascension. Ist das zum Glück, wie gesagt, weil ich den Speicherstand in der Zwischenablage hatte, war nicht alles verloren. Aber angenommen, das Spiel hätte sich zurückgesetzt und dabei wäre mein Tablet abgestürzt, sodass auch die Zwischenablage verloren gewesen wäre, dann wäre tatsächlich alles verloren gewesen. Oh, und ich glaube mal, dann. Ich will jetzt hier keinen Terroranschlag prognostizieren, ne? Aber es geht schon in die Richtung. Ne? Geht schon in die Richtung. Scheiß Android. So, wir haben hier, was haben wir denn hier? Gut, wir stagnieren. Jetzt ja schon? Scheiße. Haben wir 3, 3, 3. Ah, la, 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 la. Bam, komm hier. So. Wir wollen auch nicht stagnieren hier. Also ernsthaft, wer macht denn sowas? Stagnieren ist sowas für Anfänger. So, gucken wir, wird er damit wiederkommen. Kein Primal Boss, ich hasse dich so sehr. Kleiner Shinigami, du. Mal wieder ein paar Gills. Abaddon. Naja. So. Oh, 386, ja. Yay. Jetzt hatten wir den 168, die 286 und die 386. Ja. Nice. Bin ich stolz. Die Z. Ja. Kann man machen. So, den nächsten Boss fegen wir dann auch gleich wieder von der Bühne. 3E45. Hä? Hat der nicht gestern einen losgeschickt, dieses Weihnachtsgeschenk? Oder war das der, der gerade gestorben war? Lol. Ach, leck mich doch.
Was jetzt? Achso, genau, hochbilden. Danke. So. Ja, der extreme Boost kommt ja leider erst in 50 Leveln. Da müssen wir noch zweimal hochbilden. Das heißt, beim nächsten Boss werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal das Ding hier einsetzen. Also quasi 3 und den 9. So. Tja, da kommen wir echt gegen Level 400. Lol, das gefällt mir. Ah, siehst du, wir können das hier ein. Okay, und schon brauchen wir keine Gels mehr. Hätte ich eigentlich schon längst aktivieren können. Ich voll Idiot. Ach ja. Tweebeast! Den Typ, den jetzt keiner mehr braucht. Danke dafür. So, damit haben wir schon fast 700. Wir sind zwar also immer noch weit von den 10.000 entfernt, aber wir kommen zumindest nah an die 1.000 ran. Ist doch ganz geil. Dann können wir also mal groß einkaufen gehen. Können wir mal gucken wegen diesen Treasure Chests. Und dann können wir gucken, was wir hier noch so machen können in Bezug auf die hier auf unsere Agents. Was da noch sinnvoll wäre. Weil ich meine, klar, es klingt erstmal nach viel. Das Problem ist halt, sie werden auch extrem teuer mittlerweile alle. Ne? Also ich meine hier 700, ne? Das wären hier gerade mal 7 Level oder so. Ja, genau. Wir wären hier gerade mal 7 Level. Also das ist tatsächlich, also absolut gesehen, ein Witz. Kann es leider nicht anders sagen. Von daher ist auch 1000, wie gesagt, eher noch so, eigentlich nicht so. Deswegen war ich ja auch immer ganz froh, dass bei meiner mobilen Version, sobald ich hier den Typen hatte, der hier unten, dass ich dann tatsächlich schon gleich bei der ersten, bei dem ersten Primal Boss, schon fast 10.000 Q-Souls bekommen habe, weil damit konntest du da wirklich was anfangen. Da hast du dann quasi nach der Transcension, die allererste Ascension, gerade mal so weit gemacht, bis du zum ersten Primal Boss kamst, den umgebracht hast, und da hast du dann gleich neu ascended, weil da hattest du auf einmal schon mal wieder 10.000 Q-Souls. Und da könntest du dann gleich deine ganzen Agents hochbringen, quasi. Das geht jetzt natürlich so nicht. Ich nehme das mit. Wenn du mich so liebst, darum bitte. Da brauchen wir keine Glitz. Das schaffen wir auch selber. Aha, nächster Boss ist der bei 400. Oh mein Gott. So, haben wir dich das langsam mal? Nee, noch nicht. Arschloch. Ich hasse dich so sehr. So. Warum wurde mein Rechner weg, Alter? Es ist doch arschkalt hier. So warm dürfte es doch noch gar nicht sein. Naja. Na, wahrscheinlich, weil ich mit der kurz 10.000 Sachen offen habe. Tut mir leid. Aber gut, man muss sich ja auch mal bei manchen Sachen informieren. Nee, ich bin nämlich gerade dabei im Hintergrund, also im Hintergrund, wow. Abseits von den Aufnahmen und abseits von Filme gucken derzeit mal wieder ein bisschen zu entwickeln und bastelt derzeit einen 8-Bit-Computer, also so ein kleines Teilchen. Und guck mir da ein bisschen Flachwissen an. Ja. Ich meine, ist nicht mein erster 8-Bit-Prozessor, den ich entwickelt habe. Aber der letzte ist schon ganz schön lange her.
Und dementsprechend mal wieder ein bisschen mein Wissen auffrischen und mal gucken, ein paar neue Tricks lernen. Gerade mit dem, ja, also Sachen hier wie die Alu am besten hantiert, gerade so, dass ich zum Beispiel End und Sub praktisch kombinieren kann, mittels Komplementär, also zweifach Komplementär. Ja. Von daher ist im Hintergrund gerade ein bisschen was auf. Eine ganze Menge. So, gleich haben wir den nächsten Bot. Oh ne, noch lange nicht. Kommt noch eine Ebene. Das ist aber Bullshit. Ich will aber auch nicht den schon ausgeben. Will ich echt nicht. Aber ich weiß nicht, wie viel wir dann brauchen, um auf Level 200 zu kommen. Weil ich meine, 75 schaffen wir auf jeden Fall, also 175. Dann hätten wir noch 5 i46 übrig, aber ich weiß nicht, ob diese 5 i46 dann reichen, um gleich auf Level 200 zu kommen. Oh, was machen wir denn jetzt hier? Von da hatte ich eigentlich schon gehofft, dass wir erstmal ein bisschen hochleveln, sodass wir die 175 hier manuell schaffen. Und dann für die 200er, also um 200, um Level 200 zu erreichen, dann den Boost nehmen. Und ganz ehrlich, der ist ja hier der nächste Boost ist ja quasi schon erreicht. Ne? Wenn wir hier. Ach komm, jetzt hier, komm. 85 Hero Souls plus 8 dazu. Woohoo! Klickt es doch selber. Bumm. So, damit haben wir es immer noch nicht geschafft. Komm hier, bam. Machen wir mal ein bisschen Kohle, wobei es bringt ja. Das bringt immer so absolut gar nichts. Eigentlich schon ja mal schade. Was heftig wäre, können wir auch irgendwann mal probieren, weil ich weiß nicht, ob es funktioniert. Nee, Quatsch, funktioniert nicht. Alles gut, alles gut. Nee, was ich gerade sagen wollte, ist praktisch die Hand wegnehmen, warten, bis wir idlen und dann dieses Ding hier raussetzen, das hier, was uns pro Klick eins gibt. Aber erstens mal wäre dann unsere Combo futsch. Zweitens mal deaktiviert das Ding hier den Idle-Modus, weil es klickt ja, also es, oder klickt dafür. Von daher können wir das mit dem Idle-Bonus, dass wir da noch mehr Gold bekommen von dem Ding, quasi komplett vergessen. Schade eigentlich, aber ist so. Was willst du machen? Damit hätten wir Level 400 gut geschafft. Nicey, dicey. Schon wieder dieser Ice-Typi. Ah ja. Ach man, auch noch das Vierfache an Gold. Oder, ja doch. Wir brauchen noch das Dreifache. So, insgesamt brauchen wir das Vierfache. Wobei. Ne, doch. Wir haben nicht das Viertel davon, sondern wir haben gerade ein Fünftel davon. Ungefähr. Brauchen also doch definitiv noch ein bisschen mehr. Das ist Bullshit. Na komm mal. So. Dann brauchen wir nur noch eine Ebene und dann kommt dann bald der Boss. Sehr schön. Tja, und die Frage ist, wie weit machen wir denn dann noch weiter? Auf jeden Fall versuche ich mal zwischen den Aufnahmen ihn auf Level 400 zu bringen. Eigentlich müsste das funktionieren.
Weil sobald wir die erste Hürde geschafft haben, also sobald wir den ersten Sprung um 35, um 15 geschafft haben, müssten wir auch danach alle anderen Sprünge um 15 schaffen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob diese Theorie aufgeht. Obwohl bei dem Spiel ist ja hier alles anders. Danke dafür. Von daher bin ich da mal ehrlich gesagt ein bisschen gespannt. Aber ich sag mal so, Level 150 haben wir schon mal gut erreicht, ne? Also. Oh, Goldkiste, sehr schön. Ah Gott. Ach komm, leck mich. Das dauert mir gerade alles ein bisschen zu lange. War doch klar. Da fehlt uns noch eine ganze Menge. So. Kriege von den Monstern quasi gar nichts, ey. Boah. Da muss ich ja schon eine Ewigkeit eideln, damit ich überhaupt an Level 200 kommen. Guck mal, wir bekommen einfach nichts. Was ist denn da los? Halleluja. Na gut, dann würde ich mal sagen, an der Stelle machen wir erstmal Feierabend. Ich lasse erstmal eiteln, gucken wir mal, wie weit wir denn in der nächsten Aufnahme sind. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin werde ich versuchen, noch ein bisschen Duet-Eindruck zu leveln. In dem Sinne, schau mit V.